Ja, normal. Ich habe Clash Games Account gehackt. Ja, Walla, komm in meine Runde. Ich lade dich ein. Okay, soll ich also Lukas auch löschen? Ja, mach mal. Soll ich Lukas hacken? Ja, versuch mal dann Lukas. Hä, das ist doch nicht wahr, Digga. Oha. Gamebase.de. Die Mobile Gaming Revolution. Du willst dein Skill-Level erhöhen und ein besseres Spielgefühl bekommen? Dann bestelle dir am 20.06.2020 um 16 Uhr die auf 1000 Stück limitierten Sticks. Auf www.gamebase.de. Im Juni verlose ich jeden Tag eine 25 Euro iTunes oder Google Play Karte. Trage einfach Creator Code Clash Games bei dir im Shop ein und kaufe dir eine Sache im Shop mit Juwelen und meinem Creator Code. Mache einfach ein Video von deinem Kauf, markiere mich in deiner Instagram Story und mit etwas Glück kannst du eine 25 Euro Karte gewinnen. Yo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja Mann, ich habe heute etwas richtig, richtig Geiles für euch vorbereitet. Ich werde mich heute als Hacker ausgeben, der Clash Games Brawl Stars Account gehackt habt. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Clash Games, wie willst du das denn machen? Ja, Leute, ich habe mir tatsächlich einen kleinen Schlachtplan überlegt. Und zwar werde ich gleich meinen Brawl Stars Namen ändern. Ich habe mir auf Discord einen neuen Account erstellt. Dieser Account heißt einfach John213. Und zwar werde ich genau so klingen, wenn ich gleich auf Discord spreche. Und das die ganze Zeit. Also ich bin sozusagen der Hacker John, der Clash Games Account gehackt hat. Ich werde auch gleich den Account noch ein bisschen anpassen, den auch umbenennen und auch das Profilfoto ändern. So Leute, bevor es jetzt weitergeht, bald ist es wieder soweit. Die neuen Game Sticks kommen endlich raus und zwar am 20.06.2020 um 16 Uhr auf gamebase.de. Die Game Sticks waren beim letzten Mal unglaublich schnell ausverkauft und auch dieses Mal sind die limitiert auf 2500 Stück, also ihr müsst echt verdammt nochmal schnell sein, wenn ihr euch welche davon sichern wollt. Die Game Sticks sind wirklich richtig, richtig nice und ihr habt sogar die Möglichkeit mit dem Rabattcode ClashGames 5% zu sparen. Also wenn ihr schnell seid und euch Sticks sichern wollt, dann geht am 20.06. um 16 Uhr auf gamebase.de und vergesst auf jeden Fall nicht den Rabattcode ClashGames. Ich bin auf jeden Fall mal ultra gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Ich würde sagen, Schlachtplan steht. Leute, falls ihr sowas feiert, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben da. Mich würde es sehr freuen, wenn wir auf diesem Video die 20.000 Daumen nach oben erreichen. Dann probiere ich mal hiermit vielleicht auch nochmal ein bisschen anders Leute zu pranken. Denn ich habe mir hierfür jetzt extra so eine Pro-Voice-Changer-Version gekauft. Also, wenn ihr Ideen habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten, falls du noch kein Abonnent meines Kanals sein solltest, lass natürlich gerne mal ein kostenloses Abo da und aktiviere die kleine Glocke, damit du kein neues Brawl Stars Video mehr verpasst. Ich würde sagen, wir starten jetzt in den Schlachtplan rein. Let's go. So Leute, das ist jetzt mein neuer Name. Hacked by John. Das Ganze muss natürlich möglichst realistisch rüberkommen. Wir werden jetzt auch noch hier mein Profilfoto ändern. Wir werden einfach ein ganz normales Profilfoto nehmen. Den Namen lassen wir auf weiß. Und jetzt kann man wirklich gar nicht mehr erahnen, dass das hier mein Profil ist. So Leute, die Vorbereitung ist durch. Ich bin jetzt hier mit meiner normalen Stimme am Hören, aber wir können auch wechseln zu der Hackerstimme, die ihr jetzt gerade hört. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zur normalen Stimme zurück. So, jetzt bin ich wieder normal am Start. Und wir sind jetzt hier schon mal im Discord am Start. Ich habe jetzt hier einen Namen, den seht ihr hier unten. Ich heiße Johnny213. Und ich würde sagen, wir werden jetzt hier einfach mal in einen Duo-Raum reingehen und einfach mal abwarten, ob jemand reinkommt. Und dann mal schauen, wie derjenige reagiert. Ich habe natürlich jetzt hier meine Hackerstimme auch auf dem Discord aktiviert. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Hallo? Hallo? Ich habe 12,500K. Ich hab Was machst du? Digga, tu mal nicht so, du hast Stimmverzerrer. Ja, muss ich aber auch hier. Zeig mal deine echte Stimme. Nein, kann ich nicht, sonst wäre ich gebannt. Hey, was so witzig. Digga, du denkst, bist ein Hacker, aber hast nur Stimmverzerrer, genau. Ja, normal. Ich habe Clash Games Account gehackt. Alter, du hast dich doppelt. Mach mal diese Stimmverzerrer aus, Digga.
Nein, Bruder, wie gesagt, kann ich nicht, sonst werde ich gebannt. Warum denn? Ja, weil ich schon mal eigentlich gebannt wurde auf dem Server hier. Ja, okay, dann bann ich dich jetzt auch noch mal, na Spaß. Voila, ich habe Clash Games Account gehackt. Laber. Doch, kannst du sowas auch. Ja, Digga, genau, guck mal, genau so ein zweiter Account mit Schirmverzehrer, mit PC und kommt da so rein. Hä? Was? Ja, was? Ja, was? Glaubst du nicht, dass ich Clash Games Account gehackt habe, oder was? Nein. Ja, voila, komm in meine Runde, ich lade dich ein. Okay, wie heißt denn Clash Games sein Account? Der heißt jetzt Hacked by John. Ah ja, wie viele Pokale hat der? 18.787. Digga, du lappen, der hat 19.000. Nein, hat er nicht. Komm, gib, ja, okay. Gib Teamcode, ich komm rein. Okay, ich geb dir Teamcode. Glaubst du mir jetzt? Das ist nicht Clash Games sein Clan. Klar, es ist sein Clan. Nein, es ist nicht. Doch, schau in seinem neuesten Video. Ja, wie hast du denn? Bist du jetzt wie ein Hacker? Ja, er hat das mal in seinem Stream gezeigt. Da hat er ganz kurz, hat man seine Supercell-ID gesehen. Und dann konnte ich mich in sein E-Mail-Programm hacken und dann seinen Account übernehmen. Ich habe dem auch schon geschrieben, der muss mir jetzt Geld dafür zahlen, wenn ich dem den wiedergebe. Also, und kommt der jetzt noch in seinen Account drinnen oder nicht? Nein, ich habe seine E-Mail geändert jetzt. Also wenn er noch ein Video macht und er auf seinem Account ist, dann ist es fake. Ja, aber das kann sein, dass der was vorproduziert hat. Ich habe keine Ahnung. Aber der muss mir jetzt erstmal Geld bezahlen, damit er wieder in seinen Account reinkommt. Das nächste, okay, der dran ist, ist Pookie. Änder mal seinen Namen. Das ist ja, seinen Namen habe ich ja schon geändert zu Hack by John. Ja, änder mal Dings. Hack by John mit H. Mach mal mit H. Ich das kann den Namen nicht mehr umändern. Ich habe den gerade eben umgeändert, als ich in den Account reingegangen bin. Ah ja, stimmt, weil da musst du noch eine Stunde oder 24 Stunden. Ja. Alles klar. Ey, lösch mal Paul Freundlich. Den soll ich löschen aus seinem Freund. Lösch mal Tobi. Tobi hat er nicht als Freund. Ich habe hier aber Pookie gefunden. Pookie heißt Boxer-Gulli jetzt. Ja, lösch ihn mal. Soll ich ihn löschen? Ja. Okay. Soll ich Lukas auch löschen? Ja, mach mal. Soll ich noch irgendwas mit dem Account machen? Ey, lösch mal, den Besten. Also die besten drei. Die besten drei, okay, wer mach ich. Die? Wie heißen die? Der Erste. Der hat 30.000 Pokale. Oha. Der Zweite ist RXG Martin, ich glaube, mit dem spielt der manchmal. Ja, nur manchmal, er hat bisher nur 3 Videos aufgenommen mit ihm oder so. Und der Dritte ist Lukas BRK. Der hat 29.000. Was, sag mal nochmal eine Sache, die wir machen sollen. Sollen wir alle seine Juwelen ausgeben für irgendwas? Ja, für was? Für was? Für Gold. Sollen wir nur Gold kaufen? Oder nee, kauf mal Marken. Wie viele? Alle? Ja. So viele wie geht? Ja. Okay, mach ich. Welchen Creator-Code hat er denn drinnen? Clash Games. Ey, mach mal Creator Code Pookie. Okay, hab ich. Sollen wir jetzt alle ausgeben? Ja. Ey, Bro, ich würde dafür auch mal auf deinen Account spielen. Ah, das ist schwierig jetzt gerade. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass der Clash Games mir das Geld bezahlt. Aha. Also ich probiere den ja so ein bisschen Geld von dem zu bekommen, weil der will ja seinen Account bestimmt wieder haben. Aber weiß der, dass du seinen Account gehackt hast oder nicht? Ja, ich hab ihm das schon geschrieben. Okay, und was hat er gesagt? Ja, der hat noch nicht geantwortet. Ich habe dem das in seine E-Mail geschrieben. Okay, ich habe jetzt ganze Gems ausgegeben, Bruder. Der hat nur noch 11 Gems jetzt. Und 87.000 Juwelen. 87.000 Markenverdoppler. 87? Ja, der hatte vorhin... Ja, er hatte Dings, wie heißt das? 50.000 oder so. Ja, jetzt hat er 87.000. Hä, das ist doch nicht wahr, Digga. Oha. Das ist krass, sag mal, welchen YouTuber soll ich probieren als nächstes zu hacken? Da gibt's so eine Sicherheitslücke bei Supercell, da kann man das easy machen. Du musst Lukas. Soll ich Lukas hacken? Ja, versuch mal dann Lukas. Okay, und was soll ich auf seinem Account machen? Ey, komm, wir machen erstmal bei Clash Games seinen Account. Ich nehme erstmal meinen kleinsten Brawler, also der ist Tick. Und wir machen ihn so richtig Pokale. Ja, ich kann aber nicht mehr so lange. Wir machen eine Runde Minus. Welchen Brawler sollen wir Minus machen, Bruder? Er hat Sprout einfach auf 1000. Sollen wir Sprout Minus machen? Nein, Kevin. Okay. Machen wir, komm, Bruder. Lass einfach in Sturm laufen dann. Ja, oder einfach halt zu den Gegnern. Ey, komm, wir versuchen mal mit Gegnern zu teamen, okay? Okay, machen wir. Aber nicht anschießen, okay? Okay. Und keine Power Cubes nehmen.
Okay. Wo sind denn Gegner? Gegner, komm, Pi, dreh dich. Komm, lass mal näher gehen. Nein, Kill und! Kill und! Ja! Aha! Let's go! Warte kurz. Hey, du hattest doch 18.778 Pokale. Ja, jetzt habe ich nur noch 18.779. Hä? Was? Was passiert denn? Was geht ab, Digga? Weißt du, wer ich bin? Ja. Ich hab dich geprankt, Bro. Laber. Ich war nicht ganz so im Stimmverzerrer einfach dabei. Ich hab hier schon sau viele Leute geprankt, dass ich Clash Games Account gaggt habe. Oha, und jetzt sind wir einfach Freunde. Ja, Mann. Ey, aber eine wichtige Sache muss ich nochmal festhalten. Okay. Lukas ist doch ein Ehrenmann und Denisa doch auch, sei ehrlich. Nee, das war nur Spaß. Okay, ich hab mir sogar die Denisa geholt. Ja, Ehre, komm. Digga. Ich zeig dir, ich ruf dich über FaceTime an, dann zeig ich dir die, okay? Okay, okay. Ey, wenn du der Echte bist, ich schwöre, Digga. Was geht, Bro? Die Denisa Handyhülle. Okay, zeig mal. Warte kurz. Ja. Oha, Ehre, Junge. Hab mir richtig gegönnt. Geil. Ja, Mann, richtig nice. Warte mal, ich zeig dich mal. Jetzt zeig dich. Ich kann leider meine Facecam nicht anmachen, weil sonst schmiert mein Programm ab hier. Oh mein Gott. Was geht, Bro? Oh mein Gott, Digga. Was geht, Digga? Oh mein Gott, Digga. Digga, oh mein Gott. Das ist okay, wenn ich das in einem Video verwende, Bro. Oh mein Gott, ja, natürlich, Digga. Oha. Ja, okay, nice. Ja, cool, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ne? Ciao, ciao. Okay. Ciao. Okay, Leute, also ihr habt's gesehen, hier am Ende richtiger Ehrenmann auf jeden Fall. Richtig witzig, mit ihm nochmal hier zu quatschen. Er war der Erste, der es auch wirklich abgekauft hat. Grüße gehen auf jeden Fall an ihn raus. Leute, ich hoffe einfach mal, euch hat das Video unterhalten. Lasst auf jeden Fall mal einen fetten Daumen nach oben da. Ich bin mal gespannt, was Ali da draus gemacht hat. Er schreibt es ja auch noch gerade mal auf Discord, Hashtag Denisa Ehrenmann auf jeden Fall. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, dann würde ich mich, wie gesagt, gerne über einen Daumen nach oben freuen. Schaut gerne mal beim Pookie-Discord vorbei, dort habe ich das Ganze gerade gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.